Freunde und Freundinnen von Mittelstadt TV. Heute kommen wir zum Teil 2 des Tutorials Industriegleis bearbeiten. Und hier seht ihr jetzt mal, wie wir denn eigentlich beim Teil 1 das Gleis hinterlassen haben. Dort hatten wir ja die Rostfarbe aufgetragen und nachdem die jetzt richtig schön durchgetrocknet ist, könnt ihr sehen, das ist ein richtig altes Rost, mattes Rost, so wie die Gleise jetzt erscheinen. Und heute geht es dann damit weiter. Ja, was ihr jetzt hier gerade seht, ist eine Weinert Gleissperre, die haben die Jungs am Wochenende eingebaut, sowie auch, wir machen jetzt einen Schwenk hier über die Einfuhrgruppe und den Bahnhof Richtung Arbeitsplatz, Fahrdienstleiter, Bahnhof, Strecke. Dort hängen jetzt 3 Monitore. Da hingen vorher mal 2, aber da das Stellwerk jetzt noch umfangreicher geworden ist, haben wir uns dazu entschieden, einen dritten aufzuhängen. Und nun kommen wir eigentlich zum Tutorial. Das sind die Arbeitsmaterialien, die wir diesmal gebrauchen. Zum einen der Rubber. Einmal vorne der alte Roco-Rubber, dahinter ein Rubber von Idee und Spiel. Washings, die Betonplatten, die wir gleich ins Gleis legen. Und ganz normaler U. So, das ist jetzt der Rubber von Idee und Spiel, der vom Preis-Leistungs-Verhältnis eigentlich wesentlich besser ist als der vom Roco. Selbe Material, nur wesentlich größer, für die Hälfte des Geldes. Und deswegen kann ich eigentlich nur empfehlen, wenn ihr so einen Laden bei euch in der Nähe habt oder online, bestellt euch diesen Rubber, um die Schienenköpfe zu reinigen. Ja, und wie ihr schon sehen könnt, ich habe den Film da jetzt auch wieder schneller abgespielt, damit das Ganze nicht zu langwierig wird. Es ist halt schon sehr zeitintensiv und ja, man kann auch schon sagen, ein bisschen kraftaufwendig, da die Grundierung sich sehr gut an die Schiene anlegt und deswegen muss man da schon ein bisschen mehr scheuern. Nachdem wir jetzt die Schienenköpfe von oben gereinigt haben, nehmen wir jetzt den alten Roco-Rubber, was da noch von über ist. Aber das ist eigentlich ganz gut so, weil da kann man die Schienenköpfe dann von der Innenseite gut reinigen. Auch sehr wichtig für die gute Stromaufnahme, da unsere Loks da schließlich auch mit den Spurgrenzen den Strom aufnehmen. Und umso besser ist das Ganze abgesichert, dass wir eine gute Aufnahme haben. Nachdem wir das jetzt gemacht haben, alles schön reinigen mit dem Staubsauger, damit wir einen vernünftig sauberen Arbeitsplatz haben, an dem wir bearbeiten wollen. Hier seht ihr jetzt mal das Ergebnis. An der Seite immer noch schön rostig. Obendrauf wieder ein sauberer Schienenkopf. Wie es ja im Grunde genommen beim Original auch ist. Da wo die Lauffläche ist, ist es eigentlich immer sauber, außer es wird natürlich sehr selten auf der Schiene gefahren. Dann ist auch obendrauf alles rostig. So, jetzt geht es eigentlich schon weiter. Und zwar mit diesen aus dem 3D-Drucker kommenden Betonplatten. Die hat unser Timo mit seinem Drucker gedruckt. Das Schöne ist halt, er hat auch direkt die Aussparung für die Kleineisen mit eingearbeitet, so dass die Platte richtig schön in den Schwellenflächen liegt und nicht einseitig aufliegt oder wie auch immer. Das könnt ihr jetzt hier sehen. Das erste war eine halbe Platte, das ist jetzt mal eine ganze Platte.
Und auch die hat natürlich diese Aussprache. Ja, wie ihr seht, liegen die recht einfach und gut in den Schwellenfächern. Das war jetzt mal nur, damit ihr es direkt vor der Kamera sehen könnt. Und hier bin ich jetzt dabei und suche eigentlich mir den ersten Startpunkt, von dem aus ich dann losarbeiten kann. Die ganze Platte geht in diesem Fall noch nicht, weil ja, wie ihr seht, das Industriegleis liegt ja im leichten Bogen. So, jetzt habe ich da mal eine halbe genommen. Sofort wieder mit dem Fahrzeug die Probe laufen. Ob sie denn auch so wirklich so gut ausgerichtet ist. Und dann geht es eigentlich los. Da die Betonplatten ja eigentlich für ein gerades Gleis gedacht sind, muss man natürlich jede Menge feilen. Wichtig ist, es kommt immer auf das Material beim 3D-Drucker an. Nicht zu stark die Feile ansetzen, aber auch nicht zu schwach. Also ich setze sie schon stärker da an, als es jetzt hier im Film vielleicht aussieht. Aber wir tragen immer nur vorsichtig 100stel Millimeter eigentlich ab. Dafür ein gerades Gleis, die ja wirklich gut ausgemessen sind. So, wenn wir jetzt den Punkt gefunden haben, nehmen wir wieder die Fahrzeuge. Ja, auch da hakt es noch ein bisschen. Liegt natürlich daran, wie gesagt, durch den Bogen müssen wir die Ecken eher mehr abrunden, sonst würden sie ja in die Laufflächen halt reinragen. Deswegen müssen wir da jetzt immer ein bisschen was abtragen. So geht es eigentlich jetzt die ganze Zeit. Ja, in der Zeit, wo ihr jetzt da zugucken könnt, wie ich da am Feilen bin und wieder anlegen und immer wieder mit Probe legen, fahren mit den Fahrzeugen. Dabei ist es eigentlich wichtig, dass man das wirklich ganz leicht darüber bewegt, so ein Fahrzeug, um schneller zu merken, läuft es auf, hakt es, eckt es an oder passt es. Hier sehen wir jetzt zum Beispiel, die erste Platte passt und wir schmieren ganz normal U-Kleber tropffrei auf die Schwellen. Positionieren die erste Platte und dann geht es mit der zweiten Platte auch schon weiter. Aber worauf ich jetzt eigentlich hinaus wollte, in der Zeit, wo ich da jetzt halt am Arbeiten bin, kam durch E-Mails sowie auch ja Kommentare bei dem Teil 1 öfters jetzt die Anfrage nach dem Kleber, den ich letztes Mal beim Schottern benutzt habe. Ob man den erhalten kann, wo man den erhalten kann und alles weitere. Dazu kann ich euch jetzt leider keine positive Nachricht geben. Wie gesagt, das war damals eine Sammelbestellung durch den Fremo. Das Kontingent ist so gut wie aufgebraucht, bis auf die, die man halt vielleicht selber noch hat, an Pülverchens. Und im Moment ist kein Kleber mehr zu bekommen. Es ist auch noch nicht wirklich sicher, wie es damit weitergehen wird. So, jetzt sehen wir gleich mal, wie das Ergebnis von oben aussieht. Da seht ihr die ersten drei Platten. Ja, und es kann allerdings sein, das müssen noch ein paar Sachen geklärt werden mit den Behörden, dass der Kleber ab Ende des Jahres in einem Shop eventuell erhältlich ist. Sollte dieses dann der Fall sein, werde ich euch aber sofort darüber informieren, dass ihr auch an diesen Superkleber herankommen könnt.
Ja, und wie ihr seht, immer wieder anprobieren, feilen oder jetzt bei dieser Platte zum Beispiel auch mal mit dem Cutter ein bisschen nachschneiden, aufkleben und wieder gucken. Ah, jetzt, da seht ihr zum Beispiel, da habe ich jetzt mal geguckt, ob schon eine ganze Platte passt. Ist aber nicht der Fall, also nochmal wieder eine halbe. Und wenn die gleich zum Beispiel auch aufgeklebt ist, werde ich garantiert wieder mit den Fahrzeugen über die Platten schieben. Um immer so die Position zu kontrollieren. So, hier seht ihr jetzt mal das Endergebnis. Auch da schon zu sehen, die Platten für den Platz, die daneben liegen, das sind die gelaserten MDF-Betonplatten. Und ja, so sieht das Ganze dann jetzt aus. Damit sind die Betonplatten im Gleis schon mal drin. Und wir machen die erste Probefahrt, indem wir die Wagen wirklich diesmal mit einer Lok darüber schieben. Wie gesagt, es handelt sich ja hier um ein Industriegleis, ein direkter Anschluss. Ihr müsst euch jetzt vorstellen, da wo der Betonplatz ist, bewegen sich schon die LKWs, Gabelstapler. Ein Containerstapler wird da sich nachher befinden, weil dort werden Container abgeladen, deswegen auch jetzt die Containerwagen dabei. Und hier in diesem Bereich, wo jetzt kein Beton mehr ist, ist dann halt das Gebäude. Ja, wie ihr seht, wir schieben alles sehr langsam in das Gleis rein. Vor allem auch zu gucken, ob wirklich alles leichtläufig über die Platten läuft. Auch die Lok macht keine Mucken. Und jetzt sind wir mit dem Zug am Ende des Gleises angekommen. Das heißt, die erste Probefahrt hat eigentlich gut funktioniert. Ja, jetzt ziehen wir den ganzen Zug mal wieder raus, damit wir dann weiterarbeiten können. Hier habt ihr jetzt gerade gesehen, rechts die Platten, die neben dem Gleis liegen, liegen ein bisschen zu nah an dem Gleis. Allerdings liegen die da auch nur ganz lose. Da habe ich mal geguckt, ob ich denn die Platten in dem Bereich überhaupt verwenden werde. So, nachdem die Rangierabteilung wieder verschwunden ist, geht es dann eigentlich direkt weiter. Und diesmal mit den MDF-Platten. Auch diese müssen natürlich direkt ans Gleis ja schön ausgerichtet werden. Also aufs Profil legen, anzeichnen. Und das Schöne bei der Stärke der MDF-Platte, kann man das mit einer ganz normalen Haushaltsschere trotz der Betonfarbe, die da drauf ist, also das ist wirklich wie Beton, diese Farbe, ja, schneiden. Und hier sehen wir jetzt, wird wieder angepasst, ob alles in Ordnung ist. Und dann auch wieder die erste Platte wird ans Gleis, also
im Bereich der Kleineisen auf die Schwelle mit U geklebt. Und die Platten, die dahinter kommen, auf dem Platz, werden ganz normal mit dem im Hintergrund stehenden Punal aufgeklebt. Ja, wie ihr vielleicht schon gesehen habt in mehreren meiner Filme, ich habe eigentlich immer irgendwelche Sachen zum Beschweren rumliegen. Das, was ich da jetzt zum Beispiel aufgelegt habe, das ist Blei. Das habe ich bestellt. Das ist in Form einer, ja, wie so eine Tafel Schokolade gegossen. Und jetzt dieser größere Block, das ist ein Aluklotz. Diese Sachen kann man, wie gesagt, auch ganz normal im Internet bestellen. Sei es eBay, was weiß ich, oder alle anderen Plattformen. Ist, ja, nicht wer weiß wie teuer. Und sehr hilfreich. Also ich möchte diese Sachen nicht mehr missen. Genauso wie ich auch Winkel in verschiedensten Größen habe, also Standwinkel für den Häuserbau oder Umbau, kann man den immer sehr gut gebrauchen. Und sollte sich eigentlich jeder, der wirklich ein bisschen mehr bastelt und macht, zulegen, wird dieses garantiert nicht bereuen. Kann ich also auf jeden Fall nur empfehlen. Hier seht ihr jetzt zum Beispiel so eine größere Alustange. Ja, und so geht das jetzt die ganze Zeit dann auch wieder. Nur leider hatte ich nicht mehr genug Platten in dieser Größe für den vorderen Platz. Da muss mein Bekannter mir erst wieder welche lasern lassen. Aber das werdet ihr dann in Teil 3 ja sehen, wenn ich dann dort den Platz weitergemacht habe. Ich hoffe zumindest, dass wenn der Teil 3 geschnitten wird, dass ich bis dahin schon wieder Platten gekriegt habe. Ja, aber wie ihr seht, das Ganze ist eigentlich kein Hexenwerk. Einmal richtig ausgerichtet, dann geht das relativ flott von der Hand, Platte für Platte, klack klack, eine Reihe wieder fertig, Aluklotz drauf oder Bleiklotz drauf zum Beschweren, damit der Kleber schön anziehen kann, und dann war es das eigentlich schon. So, jetzt beschwere ich das Ganze noch mal ein bisschen mehr. Und in der Zeit, wo das jetzt schon anzieht, behandeln wir die Schwellen. Jetzt habt ihr gerade von Vallejo gesehen, das Washing. Diesmal ist das zum Beispiel ölige Erde, nennt sich das Washing. Hat in meinen Augen wirklich ein tollen Charakter, weil es ist zwar ölig, aber es glänzt trotzdem nicht so. Und die Schwellen nehmen dadurch einen schönen Farbton an. Ihr habt ja gesehen, durch das Bürsten mit der Stahlbürste sind die ja doch sehr aufgehellt gewesen. Was ich in diesem Fall nachher aber auch erreichen möchte, weil ich werde mal was Neues ausprobieren. Das seht ihr sozusagen dann jetzt genauso zum ersten Mal bei mir, wie ich selber dann erfahren werde. Aber da kommen wir dann gleich zu. Ja, jetzt werden erstmal die ganzen Schwellen mit dem Washing bearbeitet. Kriegen dadurch wieder erstmal einen dunkleren Ton. Und auch das wird einfach mit dem Pinsel
relativ schnell aufgetragen. Halt nur in dem Bereich wirklich der Holzschwelle. Die Kleineisen behandle ich nicht. Zum einen sind sie ja teilweise gefärbt durch das Altern der Schienen mit Rost. Sollen ja auch ruhig ein bisschen rostig sein. Und zum zweiten soll ja nicht alles einheitlich sein. Weil das ist eigentlich das Schlimmste, was es gibt. Alles einheitlich. Seht ihr draußen in der freien Natur, seht ihr auch nicht irgendwas, was wirklich einheitlich ist. Da ist jede Schwelle anders als die davor. Und was halt überhaupt nicht geht, das könnt ihr jetzt zum Beispiel links an den beiden Gleisen sehen. Die sind ja noch so, wie der Hersteller sie produziert und liefert, liegen sie dort. Und jede Schwelle hat dasselbe Braun, denselben Glanz. Und das ist das A und O, was wir hier natürlich jetzt verhindern wollen. Ja, in der Zeit, wo das Washing jetzt getrocknet hat, habe ich schon mal angefangen, im hinteren Bereich kleinere Betonplatten zu legen und vorne auch so ein paar. Damit ihr da schon mal sehen konntet, wie das dann ist, wenn es eingefasst ist. So, jetzt kommen wir zu der Sache, die ich halt vorher so noch nicht gemacht habe. Und zwar mit Farbpigmenten. Diese Farbpigmente habe ich jetzt zum Beispiel bei h0fein.de gekauft. Das ist ganz normales Farbpigmentpulver. Aber es wird mit dieser Lösung bearbeitet. Und dadurch wird es feucht aufgetragen. Die Lösung verdunstet aber vollkommen und hinterlässt die Farbpigmente genauso staubig, als wenn ich sie trocken auftragen würde. Aber der Kunststoff nimmt diese besser an. So, jetzt habt ihr gerade gesehen, zwei Spitzen Farbpigmente, ein paar Tropfen von der Lösung. Das Ganze wird jetzt mit einem kleineren, härteren Borstenpinsel vermengt. Im Grunde genommen, dass es fast eine Pampe ist. Und sobald wir die ganzen Farbpigmente schön durchgemengt haben, geht es schon los, dass wir hier auch wieder, wie gesagt, nur den Holzbereich, bloß nicht auf die kleinen Eisen, die grauen Farbpigmente auf die Schwellen aufbringen. Hintergrund ist folgender. Ihr habt es vielleicht auch im Original draußen schon mal gesehen. Es gibt teilweise Schwellen bei Industriegleisen, die erstens schon wer weiß wie alt sind und dadurch fast völlig ihre Farbe verloren haben. Also nicht mehr schwarz, schwarzbraun sind, sondern eher grau, weil sie total durchgetrocknet sind. Und genau diesen Effekt möchte ich eigentlich hier bei diesem Gleis mal erreichen. Deswegen probiere ich jetzt mal diese neue Methode aus. Wie denn nachher das Endresultat ist, bin ich selber noch gespannt drauf. Aber das werdet ihr dann ja mit mir zusammen erleben. So, indem ich jetzt schon bereits relativ am Ende des Gleises angekommen bin, ist euch vielleicht aufgefallen, dass hier im vorderen Bereich, wo ich angefangen habe, da seht ihr schon die ersten grauen Flecken auf den Schwellen, weil diese Verdünnung eigentlich relativ sehr schnell verdunstet. Vorteil aber, wie gesagt, der Kunststoff nimmt die Farbe auf diese Art und Weise besser an. Und verfliegt jetzt zum Beispiel auch nicht so schnell. Also durch Pusten oder sowas, was man ja bei der trockenen Variante schnell erlebt.
pust dich da blöd über die Schwelle, dann fliegt die Farbe schon durch die Gegend. Ja, und hier seht ihr jetzt das Resultat während des Trocknens. Also einfach kunterbunt grau. Ist auch nicht schlimm. Man muss sich einfach mal was trauen und wir können es ja nachher wieder abbürsten, wenn es nicht gefällt. Wir müssen ja sowieso bürsten. In dem Sinne, das war Teil 2. Es geht demnächst weiter. Bis dahin. Tschüss.